Der Podcast der starken Region Murramurtal zur Bildungs- und Berufsorientierung. Ich habe immer nur an mein Ziel gehört, ja? Ich habe Ziel, Selbststofffabrik, und ich würde da sicher kommen. Seinen Weg finden, ja. Und diesen durchsetzen. Herzlich willkommen bei der Podcast-Reihe der starken Bildungsregion Murramurtal. Mein Name ist Christoph Buchecker von der Firma Mediatom in Neumarkt. Wir umsetzen diesen Podcast um. Ich darf das heute moderieren. Initiiert und koordiniert wird dieser Podcast von Sonja Wölfel. Sie ist die regionale Koordinatorin für Bildungs- und Berufsorientierung. Sie arbeitet im Regionalmanagement Murramurtal, welches vom Land Steiermark der Fachabteilung Gesellschaft A6 gefördert wird. Durch die Vorstellung verschiedener Träger wie das Arbeitsmarktservice, die Arbeiterkammer oder das ZAM Murramurtal sollen Menschen über deren Tätigkeit und Aufgabenfelder informiert werden. Im zweiten Teil des Podcasts stellen wir Personen vor, die aus der Region Murramurtal sind. Diese erklären, warum sie sich für einen Berufsweg entschieden haben, der vielleicht etwas anders ist, als die klassische Ausbildung so läuft. Was sind die Höhen und Tiefen in der schulischen und beruflichen Bildung? Warum ist Bildung wichtig und warum wirkt diese? Und warum sie sich immer auszahlt, einen Berufsweg oder einen Karriereweg einzuschlagen? Wer nimmt an den Aufnahmen teil? Kurz gesagt, das BBO-Netzwerk, Bildungs- und Berufsorientierungsnetzwerk, kurz erklärt, der starken Bildungsregion Murramurtal. Heute stellen wir vor das Arbeitsmarktservice Judenburg mit der Außenstelle Knittelfeld. Das AMS stellt viele verschiedene Leistungen in der Region Murramurtal zur Verfügung. Wir werden hören, wie die Beratungen so ablaufen und so weiter. Dazu dürfen wir begrüßen Frau Isabel Ritzig mit einer Stiftungsteilnehmerin der ZAM, die Frau Vera Alcibli. Herzlich willkommen. Ich darf euch bitten, dass ihr mal kurz anfangt, euch vorzustellen. Isabel, bitte. Vielleicht dich und das AMS kurz vorzustellen. Also wie gesagt, mein Name ist Isabel Ritzig. Ich bin die stellvertretende Abteilungsleiterin der Abteilung Jobservice, die regionale Kursbetreuerin, eben auch vom ZAM und von der Maßnahme BIT von uns und die Gleichstellungsbeauftragte für den Arbeitsmarkt. Grundsätzlich läuft es so ab, alle Personen, die sich beruflich verändern möchten, können Beratungen im AMS in Anspruch nehmen. Das heißt, man muss nicht arbeitslos sein, damit man eine Beratung bei uns in Anspruch nehmen kann. Wichtig ist natürlich, wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben das Berufsinformationszentrum, das ist bei uns in Knittelfeld. Also wie Sie schon gesagt haben, wie du gesagt hast, wir haben die Hauptstelle in Judenburg und die Außenstelle in Knittelfeld. In Knittelfeld sitzt unser Berufsinformationszentrum, wo wir zwei Kolleginnen und Kollegen haben, die wirklich für Beratungen, für Aus- und Weiterbildungen oder auch für berufliche Veränderungen zuständig sind. Wenn es dann wirklich um eine Förderanfrage geht, dann braucht man einen Termin bei einer zuständigen Beraterin, bei einem zuständigen Berater. Den kann man telefonisch vereinbaren oder auch in beiden Häusern an der Informationsstelle. Also die Informationsstellen sind beide immer besetzt und da kann man sich eben auch einen Termin vergeben lassen. Und das Wichtigste ist aber natürlich, wenn man eine Förderanfrage hat, das muss vor Ausbildungsbeginn passieren. Also bitte nicht eine Ausbildung beginnen und danach zu uns kommen. Wir haben auch gewisse Richtlinien, die natürlich wir erfüllen müssen, und natürlich müssen gewisse Personen auch Voraussetzungen erfüllen, wo wir prüfen müssen, ob wir eine Förderung übernehmen können. Du hast schon gesagt, die Außenstelle Knittelfeld und die Hauptstelle in Judenburg. Natürlich gibt es dann auch noch in Murra. Genau, gehört aber nicht zum Murtal. Das ist natürlich eine eigene Geschäftsstelle und wir betreuen Murra im Berufsinformationszentrum mit. Genau. Wie wird man jetzt eigentlich so beratet beim AMS? Vielleicht mal kurz dein persönlicher Weg. Mein persönlicher Weg war sehr spannend. Ich habe das Borg in Murra besucht. Die Schule war nicht meins. Ich habe die Schule abgebrochen, bin damals zum AMS Murra hin und habe mich eigentlich Lehrstellen suchend vorgemerkt. Und das war dann ganz spannend, weil dann die Kollegin dort eben gesagt hat, sie suchen einen Lehrling in Murra für das AMS.
wenn man ehrlich ist, man kann sich in dem Alter, ich war damals 17, nicht wirklich vorstellen, was macht das eigentlich tatsächlich. Aber ich war ganz spontan, habe innerhalb einer halben Stunde ein Vorstellungsgespräch mit der damaligen Geschäftsstellenleiterin, mit der Frau Langmeier Eva gehabt. Habe Bewerbungsunterlagen nachgereicht. Jede Person, die sich beim AMS bewirbt, muss dann auch zu einer Testung nach Graz fahren. Es hat psychologische Fragen, Allgemeinwissen und dann ist noch einmal ein Auswahlverfahren gewesen. Also die Personen, die den Test bestanden haben, sind dann noch einmal zu einem Gespräch eingeladen worden und die Entscheidung ist dann für mich gefallen. Ja. Aber grundsätzlich, also wir nehmen ja nicht nur Lehrlinge auf, wenn man beim AMS tätig sein möchte, wichtig ist natürlich, dass man gerne mit Menschen arbeitet. Wir arbeiten jeden Tag mit Menschen, entweder mit den arbeitslosen Personen oder natürlich mit den Unternehmen. Wir haben ja auch Unternehmensberater, Beraterinnen. Unsere Stellen werden öffentlich ausgeschrieben und es kann jede Person, die sich in diesem Bereich interessiert, sich beim AMS bewerben. Du hast schon gesagt, man muss nicht arbeitssuchend sein, um sich bei euch zu melden, auch die Betriebe. Welche regionalen Angebote gibt es denn speziell jetzt bei uns in der Region Mura-Murtal? Also grundsätzlich haben wir eben das Schulungszentrum Kunstdorf. Das ist einer der größten Ausbildungszentren in der Steiermark. Wir haben das ZAM Mura-Murtal, welches speziell natürlich nur für Frauen ist. Also da können keine Männer in die Maßnahme gehen. Und wir haben verschiedenste Förderprodukte, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Also wir haben Förderungen, die speziell für eine Beschäftigungsaufnahme sind. Wir haben Förderungen, die natürlich auch Unternehmen bekommen, wenn sie gewisse Personen einstellen. Oder eben auch die Stiftungsvariante, dazu wird die Dame noch selbst etwas erzählen. Und das ist zum größten Teil unser Angebot. Also man kann sagen, für jede Sache wird geschaut, ob man die richtige Förderung findet, ob Unternehmer oder so wie im Fall von der Vera Schiebli, die ZAM-Stiftung. Die ZAM-Stiftung richtet sich speziell an Frauen, um Weiterbildungen anbieten zu können, soweit ich das weiß. Genau. Wer von euch zwei möchte noch ein bisschen mehr darüber über die Stiftung erzählen? Also die Stiftung ist für uns wirklich ein tolles Produkt, einfach aus dem Grund, dass im Hintergrund schon die Stelle vorhanden ist. Es ist immer schwierig, viele Menschen möchten eine Ausbildung machen und überlegen sich oder hören, ich möchte zum Beispiel, jetzt kommt sehr oft vor, ich möchte eine Ausbildung zur Bürokauffrau machen im Schulungszentrum Pfunsdorf, wäre es grundsätzlich möglich. Aber wir haben auf dem Hintergrund dann nicht so viele Stellen ausgeschrieben. Bei der Stiftung ist es so, dass sich meistens schon Person und Betrieb finden. Entweder haben sie sich schon davor gefunden oder eben, weil sie durch eine Maßnahme von uns ein Praktikum in der Firma machen und einfach das persönliche Umfeld und die Rahmenbedingungen passen. Und dann schalten wir uns ein, eben einmal mit den Unternehmensberaterinnen der Stiftung vom ZAM oder auch von Service für Unternehmen, unsere Beraterinnen und Berater. Und das Tolle daran ist einfach, es wird einfach ein Produkt um die Person für den Betrieb geschaffen. Also wir schauen, was hat die Person schon, was gibt es für Vorqualifizierungen, was braucht es noch, um wirklich in Beschäftigung abzugehen. Und da greifen wir ein, das heißt, die Personen, die die Stiftung besuchen, laufen in der gesamten Zeit über das AMS, das heißt, über uns erfolgt die Versicherung und der Leistungsbezug. Es gibt dann auch ein Stipendium für die Teilnehmerinnen und das Unternehmen zahlt einen kleinen Stiftungsbeitrag über die Dauer der Ausbildung. Und dann, wenn die Ausbildung fertig ist, sollte es zur Übernahme kommen, was auch zu 99% passiert, sage ich jetzt einmal. Das ist ja eine sehr positive Erfolgsquote. Ein Paradebeispiel dafür haben wir bei uns sitzen, die Vera. Vera, magst du noch mal kurz erzählen, bitte, wie du zur ZAM-Stiftung gekommen bist, wie du das erste Kennenlernen mit dieser Variante deiner Stiftung war? Also ich bin im April dieses Jahr von Wien nach Pölz umgezogen. Vor die Tür sehe ich die Sätzstofffabrik. Ich habe mich dann gleich beim AMS beworben für Sätzstofffabrik und nach einer Woche habe ich Termin beim ZAM in Zeltweg erhalten und da wurde ich vom April bis August betreut von einer Trainerin, die mich die ganze Zeit sehr, sehr unterstützt hat und für sie ich sehr, sehr dankbar. Und ab August hatten wir dann 2 Wochen Urlaub und im September
fängt dann die Schulungszentrum Vonsdorf. Dann müssen wir für Zellstofffabrik Stabler und Transchein machen. Und ab 10.10. dürfte ich schon meine Ausbildung in Zellstofffabrik anfangen. Und ich arbeite jetzt schon da und ich lerne gleichzeitig. Also die Stiftung hat mir sehr, sehr unterstützt und den Weg gegeben, damit ich in Zellstofffabrik überhaupt reinkomme, weil da sind keine Frauen, es sind nur Männer. Ich bin jetzt die einzige Frau in meinem Bereich. Es ist Bleicherei und Biologie. Ich hätte noch im Sommer 2 Wochen Chance Praktikum dort machen, auch vom Stiftung vom ZAM, und alle Bereiche mir anschauen können. Und ja, ich habe mir dann sofort für Blecherei, also die Blechereibereich genommen. Und ja, kannst du da ein bisschen was über deinen Arbeitsablauf in der Blecherei erzählen? Sagt jetzt wahrscheinlich nicht jedem etwas, was dort genau passiert in einer Zellstofffabrik, was in der Blecherei passiert. Ja, wir nehmen jeden Tag die Proben von Zellstoff und von den Chemikalien. Wir beobachten immer die Anlage und kontrollieren, ob es alles passt ist, weil es ist ja sehr, sehr gefährliche Anlage. Wir haben sehr, sehr giftige Chemikalien da. Und da muss ich noch viel, viel lernen. Ich habe jetzt 8 Monate Zeit und seit 3 Wochen kann ich sagen, ich verstehe mich schon super mit meiner Anlage. Ich nehme schon ganz alleine die Proben. Ich führe dann die Proben am Labor. Und ja, also mein Chef ist sehr, sehr zufrieden mit mir. Das hören wir natürlich gerne, wenn das so ein Paradebeispiel an Ausbildung ist und die ZAM als Stiftung speziell für Frauen dich in diesen männerdominierten Beruf oder in diesen männerdominierten Betrieb hineingebracht hat. Was sind so für dich die besonderen Erlebnisse am Arbeiten jetzt in so einer technischen Umgebung, was dich beflügeln, was dich so richtig motivieren, Kraft geben? Also technisches Bereich hat mir schon als Kind sehr, sehr interessiert. Nur konnte ich das leider in Wien nicht anlernen. Deswegen bin ich hier in der Steiermark umgezogen. Und natürlich in Pöls, weil da ist eine sehr riesige Zellstofffabrik. Du bist wirklich speziell, weil du dich technisch umschulen wolltest, von Wien nach Pöls gezogen. Speziell wollte ich in der Steiermark unbedingt. Mhm. Da habe ich sehr lange auch die Wohnung gesucht. Und in Pöls gefunden und da ist vor die Tür eine riesige große Zellstofffabrik. Da habe ich mir nicht lang überlegt, sofort beworben und sehr, sehr schnell einen Termin beim ZAM erhalten. Und ja, da wurde mir gesagt, also technisches Beruf hier ist sehr, sehr gesucht. Es suchen viele, viele Firmen Mitarbeiter, besonders unsere Firma. Und ja, ich habe mir dann sofort also für die Firma entschieden, ja. Und also es hat sehr, sehr schnell alles gelaufen, ja. Also seit 6 Monaten und ich bin schon in der Firma, ja. Also zusammenfassend einmal, du hast wirklich dich für die Zellstoff Pöls aktiv entschieden und genau, gemeinsam mit dem AMS und der ZAM dann geschaut, wie das überhaupt möglich ist, dort anfangen zu können. Also den Stein ins Rollen gebracht hast, eigentlich du selbst gemeinsam mit genau den Institutionen. Genau. Ich würde wirklich, es gab auch während der 6 Monate schlechte Zeit, ja, in meiner Familie, das war sehr schwierig, aber meine Trainerin hat mich wirklich sehr, sehr unterstützt. Also wir sind wirklich so gemeinsam an mein Ziel gegangen, ja. Das klingt natürlich sehr unterstützend, wenn so eine Trainerin, ja, an meiner Seite ist. Sie war die also wird, mehr als Trainerin. Die, wird so vom, die kommt vom ZAM, von der ZAM-Stiftung selbst. Ja. Wer ist das denn? Können wir kurz Namen gleich erwähnen, wenn es so positiv ist? Ja, die Frau Schaar. Die Frau Schaar. Elisabeth Schaar. Sehr gut. Was sind jetzt so deine
deine Stärken, die du aus deinem täglichen Beruf einbringen kannst, wissentechnisch? Ich bin sehr kontaktfreundlich. Also ich kann mir mit jedem Menschen umgehen. Ja? Und jetzt besonders, ja, meine Kolleginnen sind nur Männer. Das finde ich sogar besser, weil ich werde immer unterstützt. Und ja. Das heißt, du nutzt deinen weiblichen Charme, dass dir die Männer immer wieder helfen und gewisse Sachen neu zeigen oder neu im Unternehmen bist. Was möchtest du Menschen in der Region jetzt Murtal mitgeben? Welche Erfahrungen du gemacht hast, die vielleicht ein bisschen ermutigen, dass sie auch, oder speziell Frauen, mitgeben, dass sie in technische Berufe zum Beispiel gehen? Ich sage jetzt ein Beispiel. In der Stiftung gab es auch so von anderen Kollegin, habe ich immer gehört, du schaffst es nicht oder du hast sehr schlechte Deutschkenntnisse, ja, oder du hast zwei Kinder und dafür keine Zeit, Beispiel für Schichtarbeiten. Ich hab immer nur an mein Ziel gehört, ja. Ich habe Ziel, Sellstofffabrik, und ich würde da sicher kommen, egal wer was redet. Also einfach nicht auf andere Meinungen hören, wählen einen Weg und den Weg gehen. Seinen Weg finden, ja, und diesen durchsetzen. Das lässt sich viel vereinbaren, können wir kurz zusammenfassen. Sehr schön. Wir sind jetzt schon ziemlich am Ende, die Zeit ist verflogen mit euch beiden. Sehr interessanter Werdegang und viele Informationen über die Angebote bei uns. Zum Abschluss möchten wir so eine Fragerunde machen. Ich setze zwei Begriffe gegenüber und ihr sagt mir, für was ihr euch entscheiden würdet. Ich würde sagen, Isabel antwortet immer als erstes, dann die Vera. Also Einzelbüro oder Gemeinschaftsraum? Einzelbüro, Gemeinschaftsraum. Kaffee oder Teepause? Kaffee. Online-Konferenzen oder Präsenztermine? Präsenz. Gartengießen oder Balkon sitzen? Balkon sitzen, Gartengießen. Klimaticket oder Tankstellenrechnung? Tankstellenrechnung, bestimmt in der Steiermark. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart und wir diesen Podcast mit euch aufnehmen durften. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg in eurer Tätigkeit, Zufriedenheit in der Aufgabe in der Zellstoff Bölls und viele weitervermittelte Personen in den Arbeitsmarkt. Vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Wir verabschieden uns und hoffen, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei.